Ja, es geht! Leute, guckt euch das an! Die hier, Leute, guckt euch das an! Man fliegt hier einfach! Das sieht gut aus! Wir haben nicht mal Cappy! Wir haben Cappy vergessen! Jo, liebe Leute, schönen guten Tag! Ich begrüße euch zu einem erneuten Mario Odyssey Video. Und zwar, Leute, guckt euch das mal an! Ja, Leute, ich hab's geschafft, beziehungsweise ich habe mich jetzt mal rangesetzt und hab die Mods installiert und Mario kann jetzt wirklich fliegen! Leute, wie geil ist das? Und wir werden heute nämlich ein paar Königreiche erkunden außerhalb der Map, out of Map, ein paar geheime Sachen finden. Und Leute, wirklich, wenn ihr Interesse da ist, ab 1000 Daumen nach oben werde ich euch zeigen, wie ihr das selber installieren könnt. Auf Deutsch ein schönes Tutorial, wie ihr das schnell machen könnt. Es ist wirklich nicht so schwer und es ist wirklich für jedermann leicht zu erreichen. Und Leute, guckt euch das an. Mario fliegt hier einfach. Alter, wie geil. Einfach hochgeflogen, Leute. Ich bin einfach gehypt. Das ist das erste Mal, dass ich das ausprobiere. Deswegen entschuldigt meinen Hype noch ein bisschen. So, Leute, da ist Cappy. Er will uns aufwecken. Aber mal gucken, vielleicht können wir mit dem Mod gleich über ihn hinwegfliegen. Ich bin wirklich gespannt, ob das funktioniert. Da, wie langsam er ist, Leute. Guckt euch das mal an hier. Mario fliegt hier einfach, als wäre nichts los. Und ich bin rübergesprungen. Ich hab's geschafft. Mario hat nicht mal Cappy. Ich bin einfach rübergesprungen, Leute. Zieht euch das rein, so. Zurück im Pilzkönigreich, Leute. Jetzt wollte ich noch ein paar Sachen gucken. Und zwar schreibt mal auch in die Kommentare, was ihr gerne sehen wollt, wohin ich mal fliegen soll, eurer Meinung nach. Beziehungsweise, ihr könnt euch auch Mods raussuchen, die ich dann für euch ausprobiere. Muss ich erstmal gucken, wie man am höchsten fliegt. Okay, das sieht... Boah, das sieht ja schon mal richtig gut aus. Alter, Leute, wie krass das ist. Das macht so einen Spaß. Also, es gibt Mario Odyssey nochmal mehr Spielwert, keinesgleichen. Das muss doch darüber gehen. Ja, Leute, wir sind bei Yoshis Haus. Es hat geklappt. Geil. Keine unsichtbare Wand, gar nichts. Und hier geht's zum Lunchin Kingdom, Leute. Wo wir jetzt auch mal hingehen. Was geht ab? Man fliegt sofort hoch. Was für ein Auftritt, Leute. Was für ein Auftritt, Alter. Er kommt aus dem Bild und fliegt erstmal hoch. Die hier, Leute, guckt euch das an. Man fliegt hier einfach, als wäre nichts los. Das ist ja wohl... Zack. Jetzt bin ich gespannt, ob man da hochkommt. Was für eine Frage, natürlich. Alter, wir sind hier einfach hochgesprungen, Leute. Das ist ja wohl unnormal. Wo soll man sonst hier noch hin? Irgendwo war doch so eine Plattform. Die Plattform war da links, genau. Ah, meint ihr, man kommt da hin? Das ist ja wirklich ziemlich weit weg. Nein, da ist sogar noch ein Mond. Den habe ich auf dem Spielstand nicht mal. Oh Gott, das sieht schlecht aus. Zurück! Okay, okay, von hier muss es möglich sein. Okay, was? Wir können sogar hier drauf laufen, Leute. Alter, wie krass. Wir sind einfach ein Gott hier. Alter, ist das geil. Okay, da hoch. Das ist ein bisschen zu hoch, glaube ich. Leute, aber das ist schon cool hier oben. Oh, guck mal, wie schnell der ist auch. Das ist ja sowas von krass, Leute. Warte mal, was ist mit der Kanone? Kann man die vielleicht ausnutzen? Ja, jetzt kommt man da, glaube ich, so rein, ne? Die hat ja keine Hitbox. Doch eine kleine. Auf zur Odyssey, würde ich mal sagen, Leute. Und ins nächste Königreich. Es gibt jetzt nämlich noch ein Königreich, was ich unbedingt ausprobieren wollte. Und zwar das Verlorene, Leute. Ich bin gespannt, ob man da auch auf dieser komischen Säure laufen kann. Ja, es geht! Leute, guckt euch das an, wie schnell und wie geil hier auf der Säure. Alter, ist das geil. Ah, das ist ja sowas von krass. Man kann hier einfach hochspringen. Kein Problem. Überhaupt kein Problem für Mario. Und mal gucken, wie weit wir rauslaufen können, Leute. Ich weiß, das interessiert euch alle. Alter, Leute. Ich habe Angst. Gleich fällt Mario irgendwie in die Tiefe. Ich weiß es. Ich spüre es schon. Nein! Oh Gott, ich wusste das, Mann! Ja, toll. Spielstand laden. Zurück bei der Verfolgungsjagd, Leute, auf dem anderen Spielstand. Und jetzt bin ich schneller als Cappy. Mal gucken. Schneller als Cappy, Leute. Was gibt's Krasseres? So, wollen wir mal gucken, ob wir den da oben challengen können, ob wir da hochkommen? Das würde mich mal interessieren. Das Ding ist, wir können nicht da rein in den Turm, weil dazu brauchen wir unser Cappy. Aber können wir einfach springen. Leute, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Wir haben nicht mal Cappy. Wir haben Cappy vergessen. Leute, Mario beschreitet seine Reise ohne Cappy, Leute. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Warte mal, wie soll ich den Gegner jetzt besiegen? Wird er überhaupt getriggert? Ja, er kommt. Einfach mit einer Stampfattacke. Geht das? Tatsächlich, es geht. Wie sollen wir gleich diese Elektro-Reißleine, den Draht, capturen? Ja, wir haben jetzt keinen Cappy. Ja, Leute, hier endet auch die Reise ohne Cappy. Also weiter geht's anscheinend nicht. Da unten ist Cappy. Wir brauchen dich. Da winkt er mit meiner Mütze, Leute. Und ich kann ihn nicht holen. Ich kann jetzt hier nicht weg. Es ist einfach, ja, scheiße. Scheiße gelaufen. Kann man da nicht rüber? Ich kann nicht mal einen Spielstand laden.
Ja, Leute, also war's das hier. Endet die Reise, Leute. Ich würde sagen, hier enden wir auch das Video. Es gibt so viele Königreiche, so viele Sachen, die ich noch erkunden will, out of map. Mit diesen Riesensprüngen, mit dieser Unsterblichkeit und dieser Schnelligkeit will ich auf jeden Fall noch einige Sachen hier machen. Schreibt in die Kommentare, was ich machen soll. Dann mache ich das im nächsten Part von meiner kleinen Mod-Hack-Serie, Leute. Ich bin damit raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ab 1000 Likes kommt das Tutorial. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.